did they bring him from? There's been some fire at the power plant. Get away. Right from the power plant. Nach der Explosion des Reaktors Nummer 4 im Kernkraftwerk Tschernobyl. Und da ist es auch schon wieder weg. Aber damit erstmal moin zusammen, Eral hier. Diesmal wahrscheinlich ohne Anmoderation davor bei diesem Intro, das will ich natürlich nicht unterbrechen. Ne? Wir schauen uns mal ein neues Spiel an, das habe ich vorhin zufällig gefunden. Auf Steam und das heißt Tschernobyl Liquidators quasi. Es geht um, wie der Name schon sagt, um Tschernobyl und wir spielen einen der Liquidatoren. Und ich bin super, super gespannt, was das Spiel so bietet, ne? Also was wir so machen müssen, wie die Geschichtserzählung, sage ich jetzt mal, ist und so was. Ne, da bin ich super, super gespannt drauf und unsere erste Aufgabe ist erstmal hier WASD zu drücken und mit der Maus uns... uns umzuschauen. Mit der Umschalttaste können wir rennen. Das ist auch eine sehr unübliche. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon so zu 100% gepolished ist, das Spiel. Aber wir werden es rausfinden. Jedenfalls ist unsere erste Aufgabe, jetzt erstmal hier vorzugehen und mit unserem Leutnant zu sprechen. Und vielleicht unterbreche ich an der Stelle aber mal einen ganz kleinen Moment und stelle mal kurz ein paar Sachen ein, in der Hoffnung, dass die Ruckler dann aufhören. Ne? Ein ganz kurzer Moment. Und da sind wir wieder. So, wir, ich habe die Auflösung mal ein ganz kleines bisschen runtergestellt auf 2K. Das Video kommt ja dann eher auf 2K, ne? So, Gesundheit. Sie symbolisiert die Überlebensfähigkeit des Liquidators. Ausgedrückt, oder Liquidators, wie auch immer. Ausgedrückt in Trefferpunkten. Negative Auswirkungen auf den Körper, wie Wunden, Verbrennungen, Strahlung und so weiter, verringern deine HP. Um sie wiederherzustellen, musst du geeignete Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel einen Erste-Hilfe-Kasten oder Verbände. Auswirkungen von Energie auf lebende Organismen. Sie führt zu Gewebeschäden. Ah, brennt hier. Was brennt? Bei Burning? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie führt zu wahrscheinlich Strahlung eigentlich, oder? Ja, je nach Schweregrad kann sie auch zum Tod führen. Die Hauptursache für Verbrennung ist Feuer. In geringem Maße auch andere Faktoren wie Elektrizität oder Chemikalien. Sie werden in drei Schweregrade eingeteilt. Erstens Schädigung der Epidermis. Zweitens Schädigung der Dermis und drittens Schädigung des subkutanen Gewebes, symbolisiert durch das Feuersymbol in der unteren linken Ecke. Verbrennungen beeinträchtigen die HP des Liquidators und erhöhen den Stress. Um Verbrennung zu behandeln, verwende Verbände. Ausdauer.
Sie symbolisiert die Fähigkeit des Liquidators, erhöhte körperliche Anstrengungen auf sich zu nehmen. Müdigkeit, die durch anstrengende körperliche Aktivitäten entsteht, verringert die Ausdauer. Um sie zu verlangsamen, solltest du geeignete Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel Koffeintabletten. Ganz klassisch, ne? Also kennt jeder. Einfach Koffeintabletten, dann läuft alles. Nach Beendigung der körperlichen Aktivität kehrt die Ausdauer langsam auf den Normalzustand zurück. Es ist möglich, dass diesen Prozess durch die Einnahme von Adrenalin zu beschleunigen. Okay, dann gucken wir mal. Wir mussten zuerst hier hin und jetzt müssen wir hier, um zu interagieren, nähere dich dem Objekt und drücke E. So. Hier, Objekt. Okay, wir müssen Inventar verwalten mit I, das ist klar. Feuerwehrschlauch. Um den Feuerwehrschlauch zu benutzen, rüste ihn in einem Zahlenfeld 1 bis 9 aus und drücke die entsprechenden Tasten. 1 bis 9, ne? Halte dann linke Maustaste, öffne das Wasserventil und benutze Maus, um den Strahl auf die gewünschte Stelle zu richten. Die Stärke des Strahls kann mit linker Maustaste und rechter Maustaste eingestellt werden. Um den Feuerwehrschlauch benutzen zu können, muss er an eine Wasserstelle angeschlossen sein. Denke daran, nach Beendigung der Brandbekämpfung musst du den Schlauch abziehen. Sonst hindert er dich daran, längere Strecken zurückzulegen. Okay, haben wir denn schon, einen Schlauch? Hier, Feuerwehrschlauch. Wir legen den erstmal auf die 1, ne? Okay. Einmal anschließen. Gott sei Dank haben die hier schon... auf dem Boden irgendwelche Dingens. Und kann ich jetzt einfach loslegen? Ah, mit F mache ich die Taschenlampe an, okay. So, und dann können wir hier loslegen mit Löschen, ne? Oh, wir müssen den Schlauch wieder abmachen. Oh, da hinten habe ich den rangepackt. Ich renne mal ganz kurz dahin. Und dann entfernen wir den Schlauch und nehmen uns einen anderen Hydranten. Und dann kriegen wir einen Anruf auf unser Funktelefon. Das legen wir mal auf die 0 gerade, ne? Ich bin übrigens sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht, weil Tschernobyl ist sowieso immer so ein ganz, ganz interessantes Ding. Na, also hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Auch die Serie auf Amazon gibt es die. Muss man es, glaube ich, kaufen, ich bin mir nicht ganz sicher. Sehr, sehr zu empfehlen, ne? Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Geschichte hier erzählt wird. Finde auch das Konzept bisher sehr ganz spannend. Ich bin mal, gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? So, jetzt müssen wir erstmal... Leutnant, der Druck in den Schläuchen sinkt. Verdammt nochmal, das Wasser in den Tankern geht langsam zur Neige. Tishura, mach so schnell du kannst und schließ dir den Hydranten an LKW Nummer 2 an. Okay. Mit J können wir das Tagebuch öffnen, das brauchen wir gerade nicht. Aber nichtsdestotrotz... Druck. Um den Wasserdruck im Feuerwehrauto wiederherzustellen, sollten Sie mit einem Hydranten verbinden. Schließen Sie zunächst den Schlauch an den Hydranten an und verbinden Sie ihn dann mit dem Feuerwehrauto, das mit einem Band gekennzeichnet ist, dessen Farbe mit dem Band am Hydranten übereinstimmt. Okay, also hier blau wahrscheinlich, ne? Einmal. Und zweimal. Okay. Da hinten ist das, glaube ich, schon passiert. Ah, ne, ich muss noch hier auf die andere Seite. So, das haben wir. Was haben wir hier denn noch rumliegen? Ich nehme das mal mit. Ich bin mir nicht ganz sicher, was war das? Ah, Maskenfilter. Okay, Jod. Das sollten wir vielleicht mal einnehmen, oder? Blockieren die Aufnahme von radioaktiven Isotopen. Wobei die Strahlung hier schon hoch sein sollte, ne? Sollen wir das mal? Warte mal. Wir gucken später mal. Wir werden ja schon einen Tutorial-Hinweis wahrscheinlich bekommen. So, und dann gucken wir mal, was wir jetzt machen müssen. Der Druck wird wieder normal.
Super, die Shura nimmt deine Ausrüstung und versuche dich durch die Trümmer der Mauer nach oben zu kämpfen. Zur Turbinenhalle? Ja, oder besser gesagt zu dem, was davon übrig ist. Verstanden. Und Wladimir, sei vorsichtig. Okay. Dann brauchen wir hier einmal die Schaufel. Um die Schaufel zu benutzen, rüste sie in einem Zahlenfeld aus und drücke die entsprechende Taste. Im nächsten Schritt zielst du auf das Objekt und drückst die linke Maustaste. Wenn du die Schaufel richtig ausbalancierst, kannst du das Objekt an die gewünschte Stelle bewegen und es mit der rechten Maustaste von der Schaufel werfen. Okay, haben wir aufgenommen. Wir legen die Schaufel mal auf die 2 und das Schneidwerkzeug fehlt noch, ne? Was machst du hier? Erstmal gewerkschaftliche Mittagspause, ne? Kann ich das jetzt? Das funktioniert schon mal nicht. Was muss ich denn jetzt hier machen, hä? Oder muss ich da jetzt einfach hoch? Warte mal, wir brauchen noch Schaufel und Schneidwerkzeug. Okay, wir gehen erstmal hoch. Mal gucken, was passiert. Um zu springen, drückst du Leertaste. Das hätte ich fast schon erwartet. Jetzt hat's geklappt. Okay, das müssen wir da runterbringen. Ich glaube, das strahlt auch ein bisschen. Okay, dann müssen wir das da oben noch holen. Haben wir jetzt Strahlung abbekommen? Wir haben natürlich Strahlung abbekommen. Dann hören wir mal, was unser Leutnant jetzt sagt. Was ist die Lage? Ich habe die Spitze der Trümmer erreicht. Es gibt keinen Weg nach vorne. Ich kann nicht durchkommen. Na gut, dann fang von dieser Position aus an zu löschen. Verstanden. Das heißt, wir müssen hier wieder unseren Schlauch anschließen und dann weiter hochgehen zum... was? Ah, praktisch. Und dann weiter hochgehen zum Löschen. Mal gucken, ob wir da hochkommen. Okay. Die Feuer haben wir gelöscht, auf jeden Fall. Das Spiel ist sehr laut übrigens, ne? Also, hier. Wir waren Volodymyr Ivanovich. So wie es aussieht, Tishura, ne? Wir sind am 15.12.1959 geboren. Wir sind Sergeant, Familie haben wir keine. Wir sind am 10.05.1986 gestorben, also relativ unmittelbar nach dem... Nach dem Ereignis, ne? Das bedeutet, das ist quasi die Zusammenfassung, also welchen Liquidator wir gespielt haben. Okay, finde ich ganz spannend, das Konzept. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja, kann ich jetzt... So geht's weiter. Ach so. Oh. Mario Tilatnikov hier. Ich übernehme den Feuerwehreinsatz. Als erstes müssen sich alle Einheiten aus Pripyat auf dem Dachbereich von Kraftwerksblock Nummer 3 begeben. Die Einheit aus Tschernobyl bleibt auf dem Dach des Kraftwerksblocks 4. Mhm. Lass mal ganz kurz hier gucken. Stress haben wir natürlich, ist natürlich relativ hoch. Gesundheit fällt, so wie es aussieht.
Warum fällt die? Brauchen wir, müssen wir einmal Jod zu uns nehmen vielleicht? Okay, das sieht gut aus. Und vielleicht noch ein Erste-Hilfe-Paket, oder? Stress steigt. Schokolade. Mit einem kleinen Mädchen auf der Verpackung. Bleibt in ganz Sowjetrussland. Beliebt in ganz Sowjetrussland. Sehr süß und aufmunternd. Esse ich auch mal, oder? Und dann nehmen wir mal noch das Erste-Hilfe-Paket hier. Und hoffen mal, dass wir dann wieder fit genug sind, um unsere Pflicht zu erfüllen. Da müssen wir hoch. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir den Aufstieg ohne weiteres schaffen, ne? Oh, oh, das war anstrengend jetzt. Hier die Leiter hoch. Irgendwie sieht es hier nicht so aus, als wenn wir hier sein sollten. Und wahrscheinlich haben wir gerade unser Todesurteil unterschrieben. Okay. Schauen uns einmal um. Und dann müssen wir jetzt hier oben unsere Pflicht erfüllen. Einmal dran hier. Oh, so. Einmal aufgedreht. Und dann müssen wir hier weitermachen. Wird. Jetzt bin ich da runtergeflogen? Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Ist natürlich auch gefährlich, ne? So auf so einem Dach rumzufinden. So, wir laden mal hier den Spielstand. Ja, war ein bisschen doof, ne? Aber gut. Was soll man machen? Eral wäre nicht Eral, wenn sowas nicht auch mal passieren würde. Also, machen wir das Ganze nochmal. Einmal anschließen. Und dann löschen wir die Feuer. Wo bin ich denn? Hier bin ich runtergestürzt, glaube ich, ne? Ne, ein bisschen weiter vorne. Weil vielleicht bin ich gar nicht abgestürzt, sondern hier habe ich das hier quasi abbekommen. Warte, warte. Ich schaufel das mal einfach da runter, ne? So, ich schmeiß das mal dahin. Das war offenbar auch nicht der richtige Weg. Okay, na gut. Da sollten wir es nicht hinschaufeln. Wir laden nochmal und dann gucken wir nochmal, wie es weitergeht, ne? Also wir dürfen auf jeden Fall das Ding da... Aber wenn wir es nicht entfernen dürfen, müssen wir es ganz runtertragen oder sowas? Oder müssen wir das dann vielleicht hier vorne hinlegen einfach, dass wir da hinten sicher durchkommen, nicht zu viel Strahlung abkriegen? Wir probieren es mal. Ne, erstmal wird der Schlauch wieder angeschlossen, so das kennen wir es schon. Und dann nehme ich jetzt erstmal das Ding da und schmeiße es mal irgendwo anders hin. Kann jetzt... So. Das hat schon mal nicht geklappt. Da müssen wir schon sehr genau zielen, ne? Jetzt. Okay. Dann bringe ich das mal lieber dahinter. So, ich lege das einfach mal dahin. Jetzt ist es weg. Perfekt. Und dann löschen wir hier mal die Feuer. Dann machen wir hier den Schlauch wieder ab und gehen weiter nach hinten, dringend tiefer vor in Richtung Turbinenhalle.
Und hoffen, das Dach stürzt hier nicht ein. Ist auch super, ne, dass sie mich hier alleine hinschicken. Das finde ich auch mega, mega gut. So ein Mann quasi soll den Rest der Welt retten. So, wir gehen mit Steuerung in die Hocke. Und dann gucken wir mal, was finden wir denn hier? Wir haben noch eine Taschenlampe. Ich glaube, die hält ewig, oder? Ich finde einen anderen Weg zum nächsten Dach. Ah, hier, okay. Hier kann ich jetzt hochklettern. Und dann gucken wir mal, was uns da dann erwartet. Erstmal erwartet uns ein Hustenreiz. Wir haben tatsächlich ziemlich wenig Strahlung aufgenommen bisher. Aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich dennoch an der Strahlenkrankheit erleiden. Die Strahlenkrankheit erleiden. Okay, kommen wir hier irgendwo? Das sah so aus, als wenn es hier lang geht. Da wäre eine weitere Leiter. Kann ich vielleicht da drüben hoch? Autsch. So schon mal nicht. Aber theoretisch, wenn ich jetzt hier hochkletter, kann ich eigentlich darüber springen. Pass auf. So. Okay, das hat funktioniert. Brechstange. Um die Brechstange zu benutzen, musst du die Interaktion mit dem entsprechenden Objekt einleiten, indem du I drückst und linke Maustaste gedrückt hältst. Wenn die Statusleiste von weiß auf grün wechselt, lass die linke Maustaste los. Das ist aber nicht die Brechstange. Auf geht die Tür. Und wir müssen wieder löschen, glaube ich. Aber können wir hier irgendwo... Wir können, glaube ich, den Schlauch hier gar nicht anschließen, ne? Oder müssen wir um die... Ah, ne, hier lang. Ja, das klingt ja auf jeden Fall nicht so gesund. Was haben wir jetzt hier? Kann ich mir das irgendwie anschauen? Irgendwas haben wir hier. Ich bin mir, vielleicht habe ich mir den Knöchel verstaucht beim Springen oder so. Aber wir suchen uns erstmal einen Weg hier durch die Trümmer. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da steht. Wenn es jemand von euch lesen kann, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber wir benutzen jetzt einfach mal die Tür und gehen einfach mal rein, ne? Oh, bisschen rostig hier. Oh Gott. Oh, Gott sei Dank. Nicht vergessen, ist kein Horrorspiel, ne? Deswegen, also schon ein bisschen, aber jetzt halt nicht so mit Jumpscare-mäßig und so weiter. Oh, die Geräuschkulisse hätten sie ruhig weglassen können. Okay. Der zweite Liquidator.
5.12.62 Titanok Mikola Ivanovic. Gestorben am 16.05.86. Mit dem Sohn Sergei und der Frau Tatjana. Okay. Also ich finde die Art, ehrlich gesagt, wie das Spiel die Story erzählt, finde ich schon ziemlich cool. Man hat immer wieder so Story-Abschnitte und so. Zwischendrin kommen dann immer wieder irgendwelche Sachen halt, wo dann gesagt wird, ja hier, guck mal, ne, so ist der und der gestorben. Und dann kriegt man, dann verliert man nicht so den Bezug dazu, finde ich. Also ich finde das ganz cool gemacht bisher. Jetzt sind wir schon der Nächste. Wir gehen hier mal weiter. Was haben wir denn hier? Notausgang. Erste Hilfe, Notruf, Hydrant. Feuerlöscher. Okay, Feuerlöscher gibt es auch offenbar. Und wo sind wir jetzt? Wir sind hier, ne? Okay, das bedeutet, hier haben wir Lagerraum, Lagerhaus. Wahrscheinlich mit radioaktiven Stoffen, ne? Wir gucken uns einfach mal um. Hier ist unser Kollege, der gerade gestorben ist. Taschenlampe. Um die Taschenlampe zu drücken, drückst du F. Benutzen, drückst du F. Das haben wir schon gemacht. So, was haben wir hier noch? Nix mehr, dann gehen wir mal weiter. Hier ab durch die nächste Tür. Einmal das Rad wieder drehen. Mal sehen, ob die genauso rostig ist wie die gerade. Oh ja. Oh, sehr, sehr schwer. Na gut. Okay, die Stats sehen noch gut aus. Wir reden gleich mal mit dem Wissenschaftler. Ich will davor aber hier nochmal ganz kurz gucken. Gibt es hier irgendwas, was wir... Was Interessantes, was wir looten? Ich bin viel zu sehr auf Looten aus, kann das sein? Aber offenbar gibt es ja die Möglichkeit. Deswegen probieren wir das mal ganz kurz. Was haben wir hier? Hier kommen wir her. Ah, verstehe. Okay. Na gut, dann gehen wir weiter. Und zwar hier einmal zu diesem Wissenschaftler. Und dann lass uns mit dem mal quatschen. Wer bist du? Ich bin Anatoly Sinikov, der stellvertretende Chefingenieur. Und das ist Wladimir Shugunov, der Schichtleiter der Reaktorabteilung. Was tust du hier? Hätten sie dich nicht evakuieren sollen? Jemand muss den Schaden beurteilen und einschätzen, ob der Reaktor weiter betrieben werden kann. Großer Gott, welche Operation! Ihr hättet die Blocks 3 und 4 schon vor langer Zeit abschalten sollen. So einfach ist das nicht. Zuerst müssen wir herausfinden, was zum Teufel überhaupt passiert ist. Was meinst du, was zum Teufel passiert ist? Die gesamte Wand des Kraftwerkblocks 4 ist eingestürzt. Ja, aber wir wissen nicht, was mit dem Reaktor los ist. Gab es einen Brennstoffleck? Nach dem Ausmaß der Zerstörung zu urteilen, scheint es so. Eine ernste Sache. Wir müssen uns vergewissern. Da kann ich dir nicht helfen. Sag mir lieber, wie ich auf das Dach von Block 3 komme. Wenn der Aufzugsschacht frei wäre, könntest du versuchen, in die unteren Stockwerke zu gelangen und dann von außen die Wartungsleitern zu benutzen. Danke. Ich werde versuchen, diesen Weg zu gehen.
Sei vorsichtig. An manchen Orten kann die Strahlung sehr hoch sein. Klar, sei du auch vorsichtig. Okay. Na, die wissen noch nicht, glaube ich, was tatsächlich passiert ist, ne? Also die haben, glaube ich, noch keine Ahnung, dass der Reaktor eigentlich weg ist. Deswegen, naja, so hat sich halt die Geschichte entwickelt hier. Das heißt ja, wir müssen jetzt wieder zurück und uns den Weg nach unten durchschlagen, ne? Oh, warte mal. Okay, beziehungsweise so hier nach unten durchschlagen. So schon mal nicht. Wie kann ich denn die Leiter da erklimmen? Warte mal. So, wir machen das nochmal mit dem Gespräch und so, ne? Ich glaube, da müssen wir jetzt anfangen. Ah ja. Ja gut, das kennen wir ja schon. Okay. Wir versuchen das nochmal. Aber wir müssen doch jetzt irgendwie da an diese Leiter kommen, oder? Also das Rüberspringen geht. Ich weiß aber nicht, wie ich... Okay, wir versuchen das einfach nochmal. Kann sein, dass wir gleich nochmal sterben. Dann müssen wir nochmal durch das Gespräch. Also ich für euch schneide ich das dann raus wahrscheinlich. Oder täusche ich... Warte mal, ich gucke mich erstmal kurz um. Oder muss ich... Warte mal, muss ich den vielleicht irgendwie... Nee, den kann ich nicht nach unten bewegen, ne? Ich kann aber auch nicht E drücken oder sowas bei der Leiter. Oder... Ah, guck mal hier. Wahrscheinlich muss ich da rüberspringen. Oh, ich probier's mal. Okay. Und dann... So. Und dann bahnen wir uns mal weiter unseren Weg. Und da ist der nächste gestorben. Wasil Ignatenko. Ah, den kennt man sogar aus der Serie auf Amazon. Das bedeutet, ne, auf jeden Fall die Serie mal anschauen. Sehr, sehr spannend. Gestorben am 13.05. Okay. Wir gehen mal weiter. Wir bahnen uns weiter den Weg zum Reaktor. Beziehungsweise erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? Zum Dach müssen wir übrigens, nicht zum Reaktor, ne? Finden wir hier noch irgendwas Spannendes? Na, so wie es aussieht, nicht. Aber gut, ist ja auch ganz gut, wenn es hier ab und zu mal Holzwege gibt, ne? Also finde ich auch mal ganz cool, dass das Spiele sowas auch machen. Aber dann hier erstmal wieder... Ah, die Tür ist verschlossen. Muss doch da raus, okay. War doch kein Holzweg, wir waren nur zu früh. So, lass mal ganz kurz schauen. Müssen hier... Ah, hier, von der Seite. Okay. Dann bahnen wir uns den Weg mal weiter. Okay, hier haben wir wieder so ein Stück. Mal sehen, ob ich das diesmal besser wegwerfen kann. Oder ob wir dann gleich wieder neu laden müssen. So, pass auf, ich schmeiß das einfach mal hier ins Eck, ne? So. Na gut. Weiter geht's.
Und da hinten ist der Reaktor. Ich glaube, komm, den gucken wir uns mal an, würde ich sagen. Wahrscheinlich sterben wir dann gleich, aber den Blick wird es bestenfalls... Ja, da... Spannung steigt aber noch nicht. Ja, spannend. Okay. Also, die Lehre da draußen ist, man kann doch sehr nah an einem offenen Reaktor stehen, ne? Na gut, wir gehen mal weiter hoch. Wahrscheinlich werden wir gleich noch einen besseren Blick reinwerfen können. Würde ich von ausgehen. Oh nein, oh nein, oh nein. Aua. Oh. Oh, das hat weh getan. Oh nein. Also ich meine, abgesehen davon, dass ich es wahrscheinlich sowieso nicht überlebt hätte, weil wir halt hier jetzt an diesem offenen Reaktor rumgelaufen sind, aber... Oh, jetzt tut alles weh. Oh Gott, vielleicht nehme ich mal so ein... Hier sind Erste-Hilfe-Set mal zwischendrin. Das hat schon mal nicht geholfen. Perfekt. Bandage. Behandlung kleinerer Schrammen und Verletzungen. Aber ich würde gerne wissen... Das ist auch sehr laut hier im Inventar übrigens. Ich weiß gar nicht warum. Ich würde gerne wissen... Tutorien. Nee, ich würde gerne wissen, was haben wir denn hier? Heißt, haben wir eine Prellung? Wollen wir die damit behandeln? Warte mal. Nee, können wir auch nicht, ne? Ah, jetzt. Okay. Beinverletzung. Mechanische Verletzung der unteren Gliedmaßen. Je nach Art des Schadens macht sich Bewegung sehr schwierig oder sogar unmöglich. Es gibt drei Arten. Erstens Verstauchung, zweitens Fraktur, drittens Fraktur mit Verschiebung. Sie werden durch das Symbol des verletzten Beins in der unteren linken Ecke symbolisiert. Um die negativen Auswirkungen einer Verletzung zu verringern, sollte eine spezielle orthopädische Schiene verwendet werden. Die wir wahrscheinlich nicht haben, ne? Ja, dann müssen wir erstmal weiter gucken, ne? Haben wir denn hier? Na hallo. Es zeigt aber keinen Wert an, ne? Ist wahrscheinlich gerade ausgefallen, das Gerät, weil die Strahlung ja so hoch ist. Mikola Vashuk. Vasilievich. Geboren am 5.6.59, gestorben am 14.05.86. Sohn Anatoli und die Frau Ina. Okay. Ja. Na gut. Ich glaube, das war schon die erste Mission, oder? Jetzt lädt's. Meine Liebe, ich hoffe, dieser Brief erreicht dich. Ich bin so besorgt. Ich habe seit gestern nicht mehr geschlafen. Sie evakuieren uns. Sie sagen, es ist nur für einen Moment. Sie sagen, wir sollen nur das Nötigste mitnehmen. Während dieser Zeit werde ich dich nicht besuchen können. Sie sagen, es soll nicht länger als 2 oder 3 Tage dauern. Und ich habe Angst, dass mir das Herz bricht. Es ist alles so schnell passiert. Als du zur Arbeit gegangen bist, haben wir uns verabschiedet. Wie immer. Wie immer. Gestern, nach dem Unterricht, habe ich das Klassenzimmer geschlossen und, oh mein Gott, es war so ein schöner Tag. Die Vögel zwitscherten, die Sonne schien, der Frühling stand vor dem Fenster.
Wir wollten eigentlich ins Kino gehen. Erinnerst du dich? Aber dann kam Jewgeni. Ich werde seine Augen nie vergessen. Sie waren so traurig. Er sagte, es gebe eine Verunreinigung. Ich kann ihn spüren, diesen seltsamen Geschmack. Und dass es in deiner Schicht passiert ist und du wie immer als Erster ins Feuer gegangen bist. Mein Held, mein lieber, tapferer Held, du hast immer gesagt, wenn du andere retten willst, darfst du es nicht nur halbherzig tun. Du musst dein Bestes geben. Warum ist eigentlich keine Musik hier? Ich muss es zu Ende bringen. Sie bringen uns weg. Ich weiß nicht wohin. Ich hoffe nur, dass wir uns bald wiedersehen. Lucia. Zu den Produkten eines radioaktiven Zerfalls gehören Isotope des Jods, die für lebende Organismen... Mann, das war sicher spannend. Kiva Oblast Tagesordnungsnummer 1 wahrscheinlich. In Übereinstimmung mit dem Aktionsplan zur Säuberung der Stadt Pripyat von der Strahlenbelastung gehen wir zu detaillierteren Dekontaminationsaufgaben über. Sie besteht in der sukzessiven Desinfektion der nachfolgenden Quartiere. Das Team von Sergei Buryatov hat den Auftrag, die öffentlichen Gebäude auf dem zentralen Platz zu dekontaminieren. Das heißt das Kaufhaus, das Restaurant, das Schwimmbad, den Kulturpalast und das Kino. Der Treffpunkt ist an der Kreuzung der Kutschatowa-Straße und dem Prospekt Lenjana, vor dem Tetska-Kaufhaus. Die Abholzeit ist um 0800. Platoon-Kommandant Leutnant Alexander Boyko. Das war die erste Folge von Chernobyl Liquidators. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich weiß es nicht, aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare auf jeden Fall, was ihr so von dem Spiel haltet. Ich finde es bisher sehr, sehr interessant, muss ich tatsächlich sagen. Ich mache es ein bisschen davon abhängig, ob wir weitermachen von eurem Feedback. Eine zweite Folge gibt es auf jeden Fall noch, die ist schon im Kasten. Die kommt dann nächste Woche. Und jetzt bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ne? Schön, dass ihr mit dabei wart. Lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, einfach um meinen Kanal ein bisschen zu unterstützen. Auch das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral, bis zum nächsten Mal.